zwei Sportwagen, acht angetriebene Räder, 775 PS. Die Allradboliden Audi RS4 und Porsche 911 4S gehören zur Oberklasse der Kurvenräuber. Familienkutsche? Von wegen. Der Audi hat es faustdick unter der biederen Haube. 420 PS und 0 auf 100 in unter 5 Sekunden für unter 70.000 Euro. Und wie macht man eine Limo zum Sportwagen? Mit einem Triebwerk, das schneller auf 8.000 ist als Reinhold Messner in seinen besten Zeiten. Infernalisch brüllend liefert der 4,2 Liter große Achtzylinder brutalen Schub, bei Bedarf bis Tempo 250. Dann knallt der RS4 in eine elektronische Wand, abgeriegelt. Lobenswert? In Ingolstadt ist selbst ein Wahnsinnsauto vernünftig. Genau das charakterisiert den Audi. Ein braver Viertürer mit den Fahrleistungen eines Supersportlers. Ganz anders der 911er. Sportwagen-Prototyp schlechthin. Trotz fast 70 PS weniger beschleunigt er genauso schnell wie der Audi. Die Gene machen's. Im 911 4S sorgt traditionell ein Boxermotor für Vortrieb. Das Kürzel 4S lässt sich Porsche vergolden. 16.000 Euro Aufpreis zum Standard-11er. Ganz schön happig für Allradantrieb, 30 PS mehr und elektronisch geregeltes Sportfahrwerk. An den Fahrleistungen ändert sich fast nichts, aber an der Beherrschbarkeit. Unter unversierten Fahrern gilt der 911 seit jeher als diffizile Heckschleuder. Der Allradantrieb nimmt ihm diesen Schrecken endgültig. Sportwagen und Limousine. Kann man diese Autos überhaupt vergleichen? Optisch macht auch der RS4 auf Sportwagen. Riesige 18-Zoll-Felgen, Lufteinlässe und eine gnadenlos zupackende Bremsanlage. Dank dicker Auspuffrohre und muskulöser Kotflügelverbreiterungen wirkt er wie ein A4 auf Anabolika. Optisch und akustisch gelungen der hochdrehende V8. Die klassische 911er-Silhouette ist seit 40 Jahren unverändert. Nicht umsonst gilt er als Design-Ikone. Fast schon brutal die Vierkolben-Bremsanlage. Die muskulöse Heckpartie mit den vier Endrohren wirkt schon im Stand schnell. Nach wie vor unvergleichlich der heisere Ruf des Boxermotors. Im Interieur setzt der Porsche Maßstäbe. Feinste Materialien, komfortable Sportsitze, ein höchst sensibles Lenkrad, übersichtliche Instrumente und, als sportliche Zugabe, eine Stoppuhr. Kehrseite, auf die zweite Sitzreihe passen höchstens Zwerge und der Kofferraum verdient diesen Namen nicht. Jetzt schlägt die Stunde des Audi. Auch sein Innenleben präsentiert sich wohl sortiert und gut verarbeitet. Sportlichkeit vermitteln der Starterknopf und die schraubenzwingenartigen Sportsitze. Hier macht die Rückbank das, wofür sie eigentlich da ist. Sie bietet Platz, genau wie der geräumige Kofferraum. Ortswechsel. Die Emotionswertung geht klar an den Porsche. Praktischer ist der Audi. Nun prüft ADAC-Instruktor Markus Müller die beiden Renner auf ihre Sportlichkeit. 4S oder RS4? Jetzt fällt die Entscheidung. Erster Testkandidat, der Audi. Schon nach wenigen Metern winseln die Reifen um Gnade. Die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, Heckmotor beim Porsche, Frontmotor beim Audi, kommen jetzt voll zum Tragen. Der Audi untersteuert sehr, sehr stark, hat aber auch einen sehr Sicherheitsplus, würde ich sagen. Selbst mutwillige Misshandlungen erträgt der Audi mit stoischer Ruhe. In engen Kurven ist der Audi sehr schwierig, über den Grenzbereich zu kriegen, dass man ein bisschen Spaß hat. In schnellen Kurven wird es wie mit allen Fahrzeugen immer funktionieren. Wer diesen Wagen zum Driften bringt, heißt entweder Walter Röhrl oder ist nicht von dieser Welt. Was mir am Audi sehr, sehr gut gefällt, sind die sehr sportlichen Sitze. Sie vermitteln sehr großen Seitenhalt.
Auf dem engen Handlingkurs verrichten Chassis und Fahrwerk Schwerstarbeit. Zuverlässig verteilt das variable Allradsystem die Kraft an das passende Rad. Doch trotz harter Abstimmung und bissiger Bremsen zeigt der Audi hier kleine Schwächen. Ein reinrassiger Sportwagen ist er nicht. Er kann und will seine Limousinengene nicht verleugnen. Der Audi dürfte sportliche Familienväter ansprechen, die Platz benötigen für die ganze Familie und trotzdem ein bisschen Fahrspaß haben wollen. Ein Multitalent. Schade, bei Vollgas mutiert der Biedermann zum Säufer. Zudem bietet der etwas schwächere Audi S4 für weniger Geld fast das Gleiche. Voll in seinem Metier der Porsche. Nicht umsonst gilt der Elfer als König der Rennstrecken. Ein Auto, das in der Boxengasse genauso gut funktioniert wie vor dem Nobel-Restaurant. Der Porsche 911 hat gegenüber dem RS4 ein wesentlich sportlicheres abgestimmtes Fahrwerk, was sich natürlich durch viel mehr Fahrspaß auszeichnet. Dank Allrad lässt sich der Porsche leicht kontrollierbar quertreiben. Es ist ein wesentliches Sicherheitsplus, was man durch diesen Allrad gewinnt. Und dass der Allrad bei diesem Porsche 911 sehr sportlich abgestimmt ist. Also die Antriebskraft wird da immer sehr variabel auf die Vorderachse eingeleitet. Sportlich ambitionierte Fahrer finden im 911 4S ihre Erfüllung. Also persönlich macht mir der Porsche mehr Spaß, weil er einfach zu einem sportlichen Fahren verleitet. Das Fahrwerk ist so hart, dass ein Chiropraktiker im hohen Kaufpreis inbegriffen sein sollte. Die Sportlichkeit hat ihren Preis. Schönes Fahrzeug. Das darf ich sicherlich nach Hause nehmen heute, oder? Wermutstropfen. Wer 4S fährt, braucht entweder viel Geld oder verzichtet auf Familie. Denn ohne Zweitwagen macht der Elfer keinen Sinn. Der Porsche ist emotionaler, der Audi rationaler. Unvernünftig und faszinierend zugleich sind sie beide.